Der Grape 2.0, er ist endlich da. Lange haben wir drauf gewartet. Ich will direkt wissen, wer ist. Meine Kohle liegt schon. Ich zeige euch noch, wie ich den Kopf gebaut habe. Und dann geht's los. Da ist das Ding. Der neue Holster Grape Mint 2.0. Ich bin unglaublich gespannt. Das Ding kam gerade an. Ich habe den Minz-Shot direkt rein. Ich habe das Paket sofort aufgerissen. Diesen Shot hier sofort komplett in die Dose geklatscht. Habe das Ganze jetzt, wie lange steht das Ganze jetzt? Ich würde sagen, ungefähr 2 Stunden konnte der nochmal schön einziehen. Und jetzt ist es soweit. Wir bauen ein Köpfchen mit dem neuen Holster Grape Mint 2.0. Und ich könnte nicht gespannter sein. Ich bin so gespannt. Ich habe den Tabak so gerne geraucht. Dann kam die Neuauflage, die zwar an sich nicht schlecht war, aber nichts mehr mit dem alten Grape Mint zu tun hatte. Und das war wirklich schade. So, wir rühren das Gerät hier mal um. Feuchtigkeit ist kein Problem, obwohl wir noch den Minzshot dazu packen. Aber ich finde trotzdem von der Feuchtigkeit her absolut kein Ding. Also sieht sehr, sehr nice aus. Das sind 10 Milliliter mit dem Shot. Also 10 Milliliter Molasse kommen mit diesem Shot hier nochmal extra oben drauf. Aber, wie gesagt, von der Feuchtigkeit her sieht das nicht nach einem Problem aus. Also ist wunderbar. So, wir nehmen uns immer hier ein bisschen auf die Gabel, streichen das in den Kopf, bis wir alles voll haben. Und dann verteilen wir das Ganze noch ein bisschen mit der Stecherseite hier. Gucken, dass nichts außen auf dem Rand liegt. Gucken, dass nichts innen zu krass am Pfannenloch liegt, damit das direkt reinfliegt. Das wollen wir auch nicht. Und dann eine finale Runde oben rum, um das Ganze nochmal schön gleichmäßig zu verteilen. Und schon haben wir ein wunderschönes Noppenkontakt-Setup hier gebaut. So, Kohle geht an. Ich mache noch Wasser in die Pfeife. Oh, Leute, bitte lasst das Ding schmecken. So sieht das Ganze aus. Knapp unter den Rand gebaut. Sollte ein ordentliches Noppenkontakt-Setup sein. Ich mache die Pfeife ready. Bis gleich. Der erste Zug ever vom Grape 2.0. Okay. Also eins sage ich euch. Da ist auf jeden Fall gut Minze dabei. Und den solltet ihr nicht, wie ich gerade, 10 Minuten stehen lassen. Wenn ihr dreht, Alter, kickt die Minze rein. Holy shit. Wow, ihr seht's auch. Der hat auf jeden Fall gut Hitze, der Kollege hier. Auf jeden Fall geisteskranke Wolken. Alter. Also Rauchentwicklung ist heftig. Wirklich heftig. Also normal, wenn du einen guten Tabak gut baust, dann ist die Rauchentwicklung sau gut, aber es gibt selten sowas, wo ich sage, ich glaube, bei dem Tabak kommt wirklich mehr Rauch raus. I don't know. Auf jeden Fall Rauch brutal. Leute, ihr braucht jetzt, also ihr braucht nicht unbedingt, man kann den Grape 2.0 auch solo rauchen. Dann ist es halt wieder so eine Traube ohne die Minze, ne? Das heißt, ich würde euch auf jeden Fall empfehlen, holt diesen Minzshot mit dazu. Den Minzshot könnt ihr, wenn ihr wollt, komplett mit reinpacken. Dann ist es genau die Zusammensetzung, wie der alte Grape Mint war. Zumindest laut Holster. Ob wir das genauso sehen, da kommen wir gleich noch drauf. Ihr könnt aber auch, wenn ihr sagt, boah, der alte Grape Mint, der hatte mir viel zu viel Minze, dann macht einfach die Hälfte von dem Minzshot dran. Die andere Hälfte könnt ihr an eure nächste Dose packen. Und dann habt ihr einen Minzshot für 2 Dosen. Aber ich will den alten Grape Mint. Und deswegen habe ich diesen kompletten Shot an den Tabak geklatscht. So, wir riechen mal dran, ob er auch geruchlich wie der alte Grape Mint ist. Übrigens habe ich das Gefühl, dass die Deckel stabiler geworden sind. Ich weiß nicht, ob das Einbildung ist. Und Leute, wir sind zurück. Der Grape Mint ist back. Zumindest vom Geruch. Ich habe sogar noch eine alte Kilodose. Warte mal. So, ich habe hier noch eine alte Kilodose. Das ist der alte Grape Mint, wie wir ihn lieben gelernt haben. Und da sind noch, weiß ich nicht, 50 Gramm drin. Eigentlich mehr Molasse als Tabak, aber da ist noch ein bisschen was drin. Leute, der ist zurück. Der ist zurück. Grape 2.0, kein Unterschied. Ich merke keinen Unterschied. Vom Geruch kein Unterschied. Sehr geil. Oh, Leute. Ey, ich will euch gar nicht so aufhypen und so ein überpositives Video machen, aber ich bin einfach fucking gehypt auf diesen Tabak. Ich habe den so gerne geraucht. Das war mein All-Day, Everyday-Tabak. Und dann war er weg. Und das war scheiße. Und jetzt, zumindest vom Geruch bis jetzt, ist er zurück. So, wir rauchen mal noch ein bisschen. Rauchentwicklung habt ihr ja schon gesehen, aber Leute, es ist auch mein erstes Köpfchen vom neuen Grape Mint. Ich muss da ein bisschen dran rauchen. So, mit 2 Kohlen auf jeden Fall sehr smooth. Sehr, sehr smooth. Übrigens, Setup,
Breeze 2 mit dem Oblako von der Hooker Club Show oder Oblaka. Den Callout 1 Plus mit 2 Kohlen gerade drinne und Tabak ist ja der Grape Mint 2.0. So Leute, zwischendrin kurz noch zwei Sachen. Am 6.3. wird der 14-Stunden-Stream sein mit Gewinnen von über 7.000 Euro. Seid da gerne am Start, 6.3. ab 13 Uhr auf YouTube und Twitch. Und das ist zur Feier der 75.000 Abos, aber falls ihr mir helfen wollt, auf die 100.000 Abos zu kommen, würde ich mich riesig über einen Daumen nach oben und ein Abo freuen. Der Grape 2.0, ist er so wie der alte Holster? Ja? Und vielleicht auch nicht ganz. Er ist auf jeden Fall extrem nah dran. Also bestimmt 98% oder so. Ich habe das Gefühl, dass die Minze noch ein bisschen schnell verfliegt. Es könnte aber auch einfach daran liegen, dass der Shot, wie gesagt, erst 2 Stunden dran ist. Ich würde euch raten, wenn ihr da irgendwas dran mischt, rührt ab und zu um, lasst das mal 24 Stunden stehen und dann sollte das ready sein. Man kann es auch direkt rauchen, allerdings ist das dann relativ oberflächlich auf dem Tabak, dieser Shot, und verfliegt dann relativ schnell. Das heißt, ihr habt am Anfang viel Minze und am Ende weniger Minze. Wenn das ein bisschen mehr einziehen konnte, dann bleibt das ein bisschen konstanter. Aber er ist zurück, Leute. Es ist wieder ein würdiger Grape Mint von Holster. Wenn euch das Video gefallen hat, Daumen nach oben und ein Abo da lassen. Dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, macht's gut, eure Shisha-WG.